Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Ich habe mal eben kurz die Einstellung verändert. Jetzt haben wir wieder normale Geschwindigkeit. Und ich weiß jetzt auch, wie ich während des Spielens das Menü bei dem No-Cache-Zoomer öffnen kann. Ich wusste vorher nicht, wie das funktioniert, habe mir mal angeguckt, weil wenn du auf normalen No-Cache-GBA bist, hast du ja da diese Option zu gucken, wie mache ich das überhaupt so und so, ne? Na, jetzt weiß ich es immerhin. Das ist ja schon mal ein Anfang. Was zur Hölle? Nein! Oh mein Gott, wie soll ich denn Level 50? Ich hab's ja mit den Level 50ern, ohne Scheiß. Das fette Dragoran, dann dieses Ariados auf Level 50. Jawoll. Oh, fuck. So viel Schaden war das nicht. Okay. Verteidigung sinkt. Komm, schlag dich nochmal. Nein, natürlich nicht. Es trifft mich. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, hör auf, ey. Komm schon, muss ich noch immer selber schlagen. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Hammerarm. What the hell? Initiative sinkt, okay. Damit hast du dein Todesurteil unterschrieben. Denn jetzt kommt Dragon Kill. Die Erfahrungspunkte kann Dragon Kill gut gebrauchen. Flammenwurf. Komm schon, stirb. Stirb. Nein, natürlich nicht. Es brennt! Schlag dich selbst. Ja, oh mein Gott, habe ich ein Schwein, ey. Leck mich am Arsch. Boah. Ach du Scheiße. Wenn der schon Rizeros hat, ne, was hat dann erst Rocco? Wir brauchen Fostelka wieder. Ich könnte Electek einsetzen mit seinem Fokusstoß, dann würden wir da durchrushen. Was macht die denn auf einmal da? Die war vorher noch nicht da. Egal, lass uns nicht von stören. So. So, was an mein Handy? Kurz vorm Kacken. Okay. Alles klar. Das finde ich ja optimal. Oh Gott, Leute, mir ist so heiß. Ich meine, wir haben es kurz vor 12. Nee, kurz vor 12. Viertel nach 11 Grad mal fast so. Aber es ist hier eine Hitze. Oh, der Sommer kommt langsam, ich sag's euch. Langsam, aber stetig wird er die Welt überrollen mit allen Drum und Dran und keine Ahnung, was ich schon wieder laber. Oh Mann, wie viel Käfergebrumme haben. Ohne Scheiß, voll die geile Attacke. Eine vernünftige Stahlattacke wäre auch nicht schlecht. So, pass auf. Ich bin ein harter Brocken. Da bin ich ja gespannt. Ich dachte, Brook wäre der... Jo, die haben es mit den Level 50ern. Bäm, aber ich bin schneller. Was zur Hölle? Warum kann das wie Brüller? Damit bist du tot. Du bist Game Over, pass auf. Surfer. Vierfach Schwäche, das überlebst du nicht. Game Over, verpiss dich, Mann. Du bist Drecksvieh. Stirb. So spielt man. Yay, und Level 44 erreicht. Ich bin Käfergebrumme. Ich hab gedacht, er lernt das vielleicht jetzt. Mann, voll gemein, ey. Pac-Man. Wer ist dran? Dragon Kill. Nehmen. Tausch mit Dragon Kill. Jetzt das Problem, wenn ich Dragon Kill einsetze, bin ich schon so gut wie tot. Wir setzen Deadbee ein. Weil ich's kann. Geben. Ja, unser Pac-Man Dragon Kill wird nichts ausrichten können gegen die Viecher. Ich könnte Schaufler einsetzen, aber letztendlich wird das darauf hinauslaufen, dass Rocco Erdbeben oder sowas benutzt. Und dann bin ich erledigt. Und das wäre kacke, würde ich sagen. So, wollen wir mal gucken.
Oh mein Gott, geile Mucke. Das Level ist ziemlich nice. Wir sind trotzdem schneller, okay. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bam. Hat überlebt. Oh, fuck. Jetzt sind wir bestimmt tot. Das nehme ich mal ins Gesicht, ey. GFF. Komm. Du musst es rausreißen mit deinem Eisstrahl. Hui! Damit ist das Georock besiegt. Amoroso. Okay. Wasser, Gestein. Ach, wir bleiben mit GF drinne. Hat eigentlich eine Vierfachschwäche gegenüber Pflanzenattacken, aber ich habe keine einzige Pflanzenattacke dabei. That's the problem. Bam. Lake? Was ist das denn? Oh mein Gott. Ich werde von Rocco geohnt. Was ist das denn? Ladungsstoß, komm schon. Ja, fick dich. Dum, dum, dum. Wird zurückgerufen, oh nein. Ein Rihorn. Ein Rihorn. Anstatt das zu einem Rizeros zu entwickeln, was ist das denn? Also das ist enttäuschend, ohne Scheiß. So, das müsste es mit Rihorn gewesen sein. Jawohl. Wittau rennt jetzt die Arena rushen. Es bleibt spannend. Onix wird eingesetzt. Ach, setzen wir mal Stevo ein, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Okay, Onix, bist du bereit? Friss mein Surfer. Nicht schlecht, Onix ist sogar schneller. Ich glaube, Onix ist ein physisches Vieh. Deswegen hat Steinhagel auch nicht so viel abgezogen, weil es eine spezielle Attacke ist. Von daher habe ich Glück gehabt. Kabutops wird eingesetzt. Wir gehen wieder zu unserem Tauren. Oh mein Gott, ich muss unbedingt mehr trainieren. Die sind alle Level über 50. Dann komme ich hier mit meinen gerade mal 40ern an. Nee, oder? Was zur Hölle? Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Oh, ich wollte gerade sagen, überlebt, aber immerhin paralysiert. Das ist gut. Dünnerblitz? Nein. War klar. Das war so klar. Komm, gleich nochmal. Gib ihn! Nicht, oh, schade. Was zur Hölle? Hör auf damit! Mann! Der nervt mich! Und sein Top-Genesen, wie viel hat er davon? Sei paralysiert. Beide Angriffe gleich gut gewesen. Wasserdüse. Hä? Okay, es ist paralysiert. Damit ist es so gut wie tot. Ich hatte gerade schon irgendwie so ein, so ein, wie heißt das nochmal hier? Ein Déjà-vu. So, like, warum ist das viel schneller? Oh mein Gott. Das erinnert mich total an Dings hier. Wie heißt Aerodactyl von diesem behinderten Macker? Siegfried.
Gib den Drachenschluss und du bist tot, ja? Nein, natürlich hau ich daneben. Du bist so behindert. Ohne. Och Mann, ey. Oh, das ist ein Scherz. Guckt euch das an. Ja, nur noch ein bisschen. Klar. Der hat noch zwei Viecher. Willst du mich verarschen? Ja, ja, du und deine Ausdauer, fick die ins Knie. Verreck dran. Scheiß die Wand an, ey. Wie kann das sein? Muss ich wirklich alle Level 50 haben? Lake? Das ist eine physische Attacke, oder? Ja, Fukuman! Wie viel Schaden macht denn der? Na egal, wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf und dann muss ich halt nachtrainieren. Dann kann ich mir wieder Geheule an. Ja, es hat sich selbst geschlagen. Oh mein Gott. Are you fucking serious? Das kannst du nicht ernst meinen. Oh mein Gott. Aua, aua, aua. Du mich auch, du kleiner Bastard. Schlag dich selbst. Okay, nicht. Tja, das war's. Ich würde sagen, das war verkackt, ne? Ich fass das nicht. Was war mein Fehler, bitte? Der hat mit Georg angefangen. Das hat mich schon geohnt. So gesehen. Wisst ihr was? Wir versuchen es jetzt nochmal. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Mit GF. GF geht nach vorne. Und fertig ist die Sache. Dum, 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 dum. Alter Rocco, so stark wie noch nie, ey. Ohne Schmarrn. Wenn das wirklich genauso wie ein Kristall ist und so, dann werden wir als nächstes auch im Mondberg unserem Rivalen begegnen. Alter Schwede, ich fass das nicht. Der hat mich gerade platt gemacht. Was ist los hier? Ich meine, ich weiß ja selbst, dass meine Level nicht hoch sind. Aber bin ich so extrem underlevelt? Hallo? Ja, Emulator ist gerade abgekackt. Fick dich ins Knie, ey. Ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, Leute, ich habe die Geschwindigkeit erhöht. Wir werden das jetzt nochmal versuchen. Und ich werde jetzt einfach mal auf Tauren bauen mit seinem Fokusstoß. Ich hoffe, der knallt da jetzt alles weg. So. Fokusstoß. Daneben. Fick dich. Oh, du bist so ein dummer Bastard. Ohne Scheiß, dass du nicht mal da triffst, ey. Wisst ihr was? Das. Stopp. Und nochmal. Ja, wenn Fokusstoß nicht trifft, kann ich den Kampf vergessen. Ohne Scheiß. Versuchen wir gleich nochmal. Das ist ein Scherz. Ohne Scheiß. So, dann versuchen wir diesmal mit Botugel als erstes da anzugreifen. Mit Blizzard, wenn das denn trifft. Wenn nicht, dann habe ich schon wieder Pech gehabt. Yay, wir treffen. Und dabei hat Botugel sogar eine schlechtere Genauigkeit als Tau. Fick dich. Fick dich ins Knie. Dummer kleiner Hurensohn. Ohne Scheiß. Du bist so ein dummer Bastard. Georg. Ohne Scheiß. Ich habe noch nie so ein Drecksvieh gesehen. Meine Fresse nochmal. Ja, du und deine Top-Genesung kannst du mir am Arsch lecken. Friss das. War klar, dass es nicht reicht, aber jetzt reicht es. Oh mein Gott. Muss ich Botugel erst opfern, ey. So, was kommt jetzt? Amoroso. Amoroso. Dagegen setzen wir Tauren ein.
Oh man, die Level sind so verkackt hoch. 10 Level höher. Ach man. Bei allem, bei allem. Ich hätte jetzt wetten können, dass er auswechselt. Es hat überlebt. Dünner Blitz! Und das war's mit Amoroso. Oh, geil. Das ist schon mal gut. Rihorn, wir bleiben drin. Ich hoffe einfach mal, dass Fokusstoß trifft und ich nicht wieder daneben haue. Oh Mann, du bist so ein dreckiger Pisser. Ohne Scheiß, Mann. Er fällt mir nicht so ein. Also mir fehlen da echt die Worte bei dem Kampf gerade. Also das Glück ist mir nicht hold. So sieht's nämlich aus. Onyx. Werde ich da gewinnen können? Oder kriege ich jetzt wieder voll auf die Fresse? Wow. Ein One-Hit. Stevo. Mensch. Kabutops. Tötet es mich gleich oder habe ich noch eine Chance? Könnte mich töten wahrscheinlich. Ja, genau, du bist ein Bastard, ohne Scheiß. So ein dreckiger Hurensohn, ich fass das nicht. Und der Schaden, den wir machen, der ist unterirdisch. Wie soll ich das hier bitte besiegen? Das killt jetzt eins nach dem anderen. Ja. Ich komme nicht mal mehr zum Angreifen. Geile Sache. Oh, ich stehe auf so einen Scheiß. Wenn ich nichts mehr machen kann, das ist nichts Geileres. Das ist so erotisch und macht mich so an, das ist unglaublich. Cool, das. Oh ja. Oh. Oh, oh Kabutops, danke. Komm, gib's mal im Iron Claw. Mach ein Erdbeben oder so. Töte es. Sei hemmungslos. Natürlich ist er hemmungslos und greift erstmal voll an. Bam. Das Problem ist, wir machen jetzt wieder gar keinen Schaden. Oder sind direkt tot. Leute, wisst ihr was? Das Spiel fuckt mich gerade schon wieder ab, ey. Genauso wie den Kampf gegen Siegfried. Ich will jetzt auch nicht in den Kommentaren lesen. Ey, du hast das und das falsch gemacht, du hast das und das falsch gemacht. Ich hasse sowas, echt ohne Scheiß. Ich werde einfach trainieren gehen und gucken, dass ich alle auf Level 50 bringe. Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Soul Silver. Haut rein, schaut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.